Change ist ja nun die Basis für die gesamte Kommunikation, in der Regel in einem LAN. Und genau das bauen wir uns jetzt auf. Was haben wir dafür gemacht? Wir haben erstmal alle Updates installiert auf dem Windows-Server, haben jetzt hier das kumulative Update 21 vorbereitet. Da wird noch einiges fehlen und das, was noch fehlt, wird uns Gott sei Dank die Installationsprüfung bereitstellen. Will sagen, wird ein Link angeboten und mit diesem Link installieren wir dann die fehlenden Teile. Einiges habe ich vorbereitet, aber ich habe jetzt dem Exchange-Server gesagt, du mach das lieber alles mal von mir aus, also von deiner Installationsroutine aus. Das bedeutet, er wird nur installiert. Das bedeutet nicht, dass er konfiguriert wird. Installation hier auf einer 6 GB Maschine. Es ist ein Exchange Server 2016, also keiner, der sehr viel braucht. Da habe ich den Haken gesetzt, genau. Und Tatsache, wir können hier mit 8 GB, mit 10 Usern relativ gut arbeiten, wenn nicht so viel passiert. Exchange Server 2019 braucht 128 GB, empfohlen seitens Microsoft. Hier sehen wir jetzt die fehlenden Module. Und diese Module holen wir uns mit einem Link und installieren diese hier, das Net Framework, als Bestandteil oder als erwünschter, erforderlicher Bestandteil für dieses kumulative Update. Und Visual C, das ist sehr schnell installiert. Danach muss einmal gerestartet werden. Es reicht nicht, das wiederholen. Und dann wird die Prüfung neu ausgeführt, wie jetzt beginnend. Ich lasse alles auf Standards, das reicht mir auch, und durch unseren Zertifikatsdienst bin ich auch davor gefeit, dass wir hier eine overloaded SSL, hat mir jetzt ein Kollege mal geschrieben, bekomme. Ich habe ja schon einen Zertifikatsdienst, also wird er diesen auch benutzen, weil er wird ja automatisiert verteilt. Diese Schritte dauern ungefähr eine Stunde, bis das Setup abgeschlossen ist, hier auf meiner Hardware. Aber dann steht uns der Exchange-Server tatsächlich zur Verfügung.